So, hallo Frankfurt, ein kurzes Update. Wir haben heute den 12.07.24. Ich war gestern mit einer Arbeitskollegin bei meiner Schwester an der Flößerbrücke. Das war nicht geplant gewesen, das heißt, ich hatte kein Essen mit und habe mich deswegen auch zurückgehalten. Das heißt, die Arbeitskollegin hat selber mit ihr Kontakt aufgenommen, hat sich mit ihr unterhalten und hat ihr Zigaretten angeboten. Und hat ihr auch später Wasser und Limo hingestellt. Und bei beiden Kontakten ist es so, dass meine Schwester sie beschimpft hat und hat praktisch gesagt, ich kenne sie nicht. Also da war sie schon überfordert. Wie gesagt, die ist dement, meiner Meinung nach mit autistischem Syndrom. Und hat sie gesagt, ich kenne sie nicht, lassen Sie mich in Ruhe. Ich brauche Ihre Zigaretten nicht. Damit sie sich dann nicht weiter aufregt, wie gesagt, war das halt praktisch nur ein kurzer Kontakt gewesen, aber einfach, dass sie sich auch als Außenstehende mal ein Bild von ihr machen konnte. Und sind dann in Main entlang spaziert und die Arbeitskollegin hat dann mehrmals gemeint, das kann sie sich gar nicht vorstellen, dass hier keine Hilfe kommt. Und ich habe ihr halt dann auch erklärt, dass der einzige Unterschied, warum hier keine Hilfe geleistet wird, tatsächlich daran liegt meiner Meinung nach, dass meine Schwester keinen Mietvertrag hat. Das heißt, wäre die bei mir gemeldet, ich könnte die ja jederzeit bei mir aufnehmen, anmelden, aber dazu braucht sie ja einen Pass und den hat sie ja nicht. Aber sagen wir mal, die wäre jetzt bei mir gemeldet. Dann kann ich einen Krankenwagen anrufen, der nimmt sie mit, eine x-beliebige Klinik. Im Augenblick werden Obdachlose ja in Ghetto-Kliniken eingeliefert, was die Öffentlichkeit auch nicht weiß, und werden separiert von normalen Menschen, damit da auch keine Freundschaft, nur keine Informationen, kein Informationsfluss entstehen kann. Aber im Prinzip, dann wäre sie im Krankenhaus und dann hätte man ruckzuck eine Unterbringung in einem Demenzheim oder betreuten Wohnen für sie. Und weil sie keinen Mietvertrag hat, wird sie dermaßen unmenschlich behandelt, weil in Frankfurt die Devise gilt, nur mit liegenden Obdachlosen kriegen wir unsere 26 Millionen Euro pro Jahr. So ist das. So, und wie gesagt, wir waren am Spazieren und da kommen uns doch vier Polizisten entgegen, die gemütlich Streife gelaufen sind. Und da habe ich die mal angesprochen. Da habe ich gesagt, ja, ich wollte Ihnen das sagen, da hinten liegt eine obdachlose Frau, die hat nichts zu trinken, oh, die liegt da ohne Wasser, wie man ja auch auf dem Bild sehen kann, das ich da fotografiert habe. Die hat keine Grundversorgung, die braucht Hilfe. Und da sagt die Polizistin ganz frech zu mir, ja, haben Sie sich schon mal das Bahnhofsviertel angeguckt? Und dann habe ich auch ganz ruhig gesagt, das hat ja damit nichts zu tun. Und das sind ja auch immer Einzelfallentscheidungen. Und dann hat sie gesagt, ja, da können wir uns auch nicht um jeden Einzelnen kümmern oder irgend so einen Satz, den habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Also irgendwie, wir haben so viel Elend in Frankfurt, who cares? Ne? Und einer der Polizisten hat gesagt, ja, wo liegen die? Und dann habe ich gesagt, ja, an der Flößerbrücke. Und dann hat er gesagt, ja, er glaubt, er kennt die Frau. Und das wäre aber ziemlich weit bis dahin. Und so weit war das überhaupt nicht. Also da haben sie schon keinen Bock gehabt. Obwohl sie gemütlich in Main lang gelaufen sind, haben sich die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie vor der Flößerbrücke umgedreht sind, weil das würde ja Arbeit nach sich ziehen. Da müssten wir ja vielleicht einen Bericht schreiben oder so, sollen sich doch andere drum kümmern. Aber einer von denen hat dann noch gesagt, ja, dann werden wir halt das 8. Polizeirevier informieren und auch das ist wieder typisch im Obdachlosenbereich. Ringelpiez mit anfassen, es sind immer die anderen. Ich hätte selber das 8. Revier informieren können, aber da hat mir der stellvertretende Dienstgruppenleiter selber gesagt, sie werden nichts machen für sie. Das heißt, ich habe ja explizit diese vier Polizisten angesprochen, die sich sofort aus der Verantwortung gezogen haben. Ja gut, meine Arbeitskollegin hat dann mit denen noch gesprochen. Das dauerte dann etwas länger, das heißt, ich habe mich dann so ans Mainufer gesetzt. So, und als sie wiederkam, hat sie halt gesagt, ja, ich habe denen gesagt, dass du die Schwester bist. Und ich habe mal nachgefragt, was würde denn jetzt passieren, wenn du sie einfach mit nach Hause nimmst?
gegen ihren Willen, ne? Dass sie nicht will. Und da hat die Polizei gesagt, das darf man nicht. So, weil das liegt ja auch auf der Hand, sagen ja auch manchmal Leute, ja, nimm sie doch mit nach Hause. Natürlich möchte ich meine Schwester bei mir zu Hause haben. Das hatte ich auch damals, da gibt es auch Mails drüber. Das habe ich damals in Ida Oberstein gesagt. Ich habe das gesagt, als ich hier in Frankfurt eingezogen bin. Aber jetzt denken wir uns das nur mal durch. Also ich würde jetzt kommen und würde die gegen ihren Willen ins Auto ziehen. So, bei der nächsten roten Ampel springt die mir raus und es passiert was. Angenommen, sie springt nicht raus, die kommt mit zu mir in der Wohnung, die Frau ist psychisch krank. Was ist, wenn die mir vom Balkon hockt? Was ist, wenn ich erstmal, ich bin berufstätig, aber gut, den Job könnte ich hinschmeißen. Schwester geht vor, ist klar. Was ist, wenn ich in den Supermarkt gehe, die läuft mir vor die Tür, die weiß nicht, wo sie ist und es passiert was? Dann muss ich mir sagen, du hast jemanden rechtswidrig aus seinem natürlichen Umfeld mitgenommen, es ist was passiert. Und dann würde es mir in den Folgejahren auch nicht besser gehen. Im Augenblick liegt die hundertprozentige Verantwortung für das, was mit meiner Schwester passiert, inklusive, dass sie am Verhungern ist und dass dieses unsägliche Leid, das sie täglich erleidet, ohne zu murren und ohne zu klagen, diese Verantwortung liegt bei Dr. Kämmerer und Frau Verwiebe, den Betreuungsrichtern, die bis heute nicht einmal mit mir telefoniert haben, die mich nicht einmal eingeladen haben, mal mit denen persönlich zu sprechen, um eine gute Lösung zu finden, die eine persönliche Vorortbegehung, die ich mehrmals angefordert habe, verweigern, die wollen mit mir nichts zu tun haben, was gegen das Interesse von meiner Schwester ist, und die Verantwortung liegt in den Händen von den Betreuern. So, also die Polizei hat es der Arbeitskollegin gestern wieder gesagt, ich darf meine Schwester nicht gegen ihren Willen mitnehmen. Als ich zu Hause angekommen bin, habe ich mich hingesetzt und habe eine E-Mail geschrieben mit dem Bild, das ihr da seht, an OB Mike Josefs, der ja der Vorgesetzte vom Jugend- und Sozialdezernent ist, das ja verantwortlich ist für das Amt für Wohnungslose und für Obdachlose. An Gesundheits- und Sozialdezernentin Elke Freudl, an die beiden Betreuungsrichter, Frau Verwiebe und Dr. Kämmerer, und habe sie nochmal über diesen Sachstand informiert. Erfahrungsgemäß wird nichts dabei rausgucken. Zu verhungern und in der Sonne gebacken zu werden, ohne Wasser, ist, glaube ich, der schlimmste Tod, den du haben kannst.